So, Freunde, also ich habe mir den neuen Renault 5 Electric mal ausgeliehen. Ich hatte 2 Stunden Zeit, um mit ihm herumzufahren. Hat wirklich Spaß gemacht, also das Auto gefällt mir. Die Version, die ich jetzt hier hatte, hat eine 52 Kilowattstunden Batterie, ist angegeben mit 15,2 Kilowattstunden Durchschnittsverbrauch, hat 150 PS. Ist angegeben mit einer Reichweite von 410 Kilometern, meine ich. Und war die Ausstattungsvariante Techno. Also es gibt beim R5 drei Versionen. Einmal Evolution, dann Techno, das ist die mittlere, und dann noch die Iconic. Die Version, die ich jetzt hatte, kam ungefähr auf 35.000 Euro. Die Einstiegsversion, schreiben Sie hier, beginnt bei 29.900 Euro. Und es soll noch eine ganz günstige Version kommen ab nächstem Jahr. Mit kleinerem Akku, 40 Kilowattstunden Akku. Ich meine 120 PS und ich meine aber auch, die günstige Version kann nicht so schnell laden wie der mit 52 Kilowattstunden. Ja, ansonsten habe ich hier einfach mal ein paar Videoclips zusammengeschmissen. Das ist jetzt kein großartiges Review, sondern einfach mal ein Ersteindruck. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Schreibt mir aber auch, was ihr von dem R5 haltet. Wäre das was für euch? Ist er euch zu teuer oder lehnt ihr generell elektrische Autos ab? Ich freue mich über jeden Kommentar. Vielen Dank und das Video geht los. Hallo, ich stelle mich dir mal vor. Wie sieht ein Spaltmaß eigentlich aus, wenn Die ich das Spaltmaße angucke? sehen gut aus. Besser wie beim Twingo. Mal kannst du auf die Seite Finger an den Stängel irgendwie. Beim Twingo kannst du durch die Kotflügel insteuern. So, Freunde, wir machen jetzt mal kurz Beschleunigungstest noch von 0 auf 100. Dazu gehen wir hier in den Sportmodus. Wechselt aber die Farbe hier auf dem Tacho. Ist eigentlich ziemlich geil. Ah, dahinter geht es wieder leicht. Oh shit, hier sind Blitzer. Ah, fangen wir mal hier an. Hier geht es leicht bergab. Da vorne geht es wieder leicht berghoch. Und es geht los. So, es ist 8 Sekunden braucht er, glaube ich. Ist jetzt kein Rennauto, aber es ist doch eigentlich ausreichend. 150 PS hat er. So, Freunde, wir probieren jetzt mal den Spurhalteassistenten aus. Ich habe beide Hände vom Lenkrad, Tempomat ist drin. Und jetzt gucken wir mal, wann er anfängt zu meckern. Also, er lenkt jetzt selber hier, ne? Schon krass, ey. Hände am Lenkrad. Jetzt warnt er. Weil wir haben es eben schon ausprobiert. Gleich warnt er rot. Und wenn ich dann nicht reagiere, dann macht er eben mal kurz die Bremsung. Ich mache nichts hier, meine Füße sind weg. Jetzt warnt er richtig. Jetzt geht er gleich davon aus, dass ich eingepennt bin und dann macht er mich wach. Da, jetzt hat er einmal gebremst, dass ich nicke. Alles klar, ich mache die Hände wieder dran. Nee, das ist schon cool, ey, wirklich. Das ist echt geil, ey. Was sind wir jetzt hier? 16,9 Kilowattstunden? 17? Geht eigentlich, ne? Wir haben 0 Grad Außentemperatur oder 5 Grad oder 4 Grad. Ne, was haben wir denn? Weiß es gar nicht, ich sehe es jetzt nicht. 7 Grad, so.
ich bin 1,73 und habe jetzt hier oben noch, film mal hier, naja, so viel Platz ist da nicht, ne? Vorne, Sitze ist jetzt noch vorne, geht so, ist halt ein Kleinwagen, ne? Ich guck mal, wie weit man vorne sitzen kann, wenn der Sitz so ist. Ja, der ist schon ein bisschen eng, ne? Oh, nach hinten geht's gut, guck mal. Komplett ausgestreckt. Hier noch mehr Platz. Der Sitz ist auch noch höhenverstellbar, ne? Kann man vorne machen. Lenkrad ist höhenverstellbar. Schick, schick! So, Freunde, also die Probefahrt hat richtig Spaß gemacht. Das Ding fährt sich super, liegt super geil auf der Straße. Beschleunigung absolut ausreichend. Ist halt kein Supersportwagen, ist ein Kleinwagen für die Stadt eigentlich, aber das Ding macht mega Laune. Designtechnisch hat Renault hier richtig was rausgehauen. Mir gefällt er mega gut. Wenn der Preis nicht wäre, ne? Also ich muss zugeben, 35.000 Euro, wenn man hier ein bisschen Ausstattung will, ist schon happig, aber nun gut. Wenn man es hat, warum nicht, ne? Ja, schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das seht, was ihr davon haltet. Ich freue mich über den Kommentar. Und danke fürs Zuschauen, Leute. Bis denn dann und haut rein. Dankeschön.